Na gut. Zeitpläne 1961 ist kein Massenauftrieb von Oldtimern, darum geht es uns hier gar nicht. Hier geht es uns darum, das Lebensgefühl, die Alltagswelt, die Alltäglichkeiten auch von 1961 nochmal in Erinnerung zu rufen. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal einen Schönheitssalon aufgebaut. Da kann man sich die Haare machen lassen, wie 1961. Und das passt natürlich wunderbar zu den alten Kleidern. Das passt richtig gut zusammen und das macht so eine Einheit dann. Frisuren aus 1961 waren natürlich ganz stark betonte Formen. Da wurde viel toupiert, da wurden viele Wellen getragen. Ganz viel Haarspray kam zum Einsatz. Modenschau aus 1961, was ist das Besondere? Es sind alles Originalkleider aus der Zeit, es ist nichts Nachgeschneidertes und die Mädchen tragen das mit einer Eleganz, wie ich sehr toll finde. Achten Sie bitte auf die hübsche, tuchierte Frisur. Und hat Spaß gemacht, Modenschau mit den anderen Mädchen zu laufen? Ja, schon total. Also es macht immer wieder Spaß, die schönen Kleider anzuziehen und dann bekommt man jedes Mal was anderes. Also es macht echt Spaß. Ordentlich zumachen, damit ja nichts rauskommt. Jetzt shake it, baby. Und shake it. Ganz toll, vielen Dank. Den werde ich jetzt probieren. Ich esse hier die Karlsbader Schnitte. Aha, das ist also die Ostvariante. Ich vermute, ja. Des Toast Hawaii. Genau. Ich habe den Toast Hawaii. Und das ist die Mauer dazwischen? Oder? Nein, das ist der Bienenschutz. Der Kinderwagen ist wirklich ein Knaller, Stromlinienform und einfach totschick. Wie kam das dazu? Das war spontan, habe ich den im Internet gesehen und musste ich direkt zuschlagen. Und da war noch gar nicht die Planung von unserer Kleinen gewesen. Und das hat sich dann eigentlich so ergeben. Das ist jetzt heute das schöne Wetter, die schönen Autos, die gute Musik. Das macht Spaß. Wozu diente das Auto? Allgemein zum Transport? Zum Transport von Kohlen und Kartoffeln, je nach Jahreszeit. Es wurde nach dem Krieg das dann an die Häuser gefahren. Ja. Es wurde das Geld damit verdient. Sie wussten verlässlich, die Tochter ist grässlich. Nee, Sie brauchen nicht, nein. Nicht aus Mitleid, entweder alle oder keiner. Also wir... '61 war ich 5 Jahre alt und bin mit meinen Eltern nach Mainz gezogen. Kann ich mich gut daran erinnern. Und ich kann mich auch seit heute genau daran erinnern, wie der Mauerbau war. Wir stehen rechts und links der Mauer im Westen und im Osten. Sie haben sich gerade auf der Westseite eingetragen. Was haben Sie geschrieben? Mein Name und mein Geburtsdatum. Das ist, weil Sie, welcher Jahrgang darf ich fragen, Sie sind? 8.8.61. Also das war 8 Tage vor dem Mauerbau selbst. Ja, genau. Und dieser Mauerbau spielt auch in Ihrer Familiengeschichte eine Rolle? Ja, mein Vater ist gebürtig von Kleinmachnow. Und er hat immer davon erzählt und von den höchsten Tönen gelobt und wäre als Kind da in den Kriegstagen noch und so. Und wir haben es aber erst geschafft, so gegen 78 da wieder hinzukommen.
Also Ihr Vater hat dann den Fall der Mauer nicht mehr erlebt? Nein, der ist 1983 verstorben. Aber er hat immer gesagt, also das steht nicht ewig, obwohl ich gesagt habe, solche Riesenbauwerke und so, das lässt doch keiner einfach so fallen. Und er sagte, die Zeit wird es regeln und er hat recht behalten. Ist das hier der perfekte Tag in Kommern? Auf jeden Fall. Wegen der vielen schönen Autos unter anderem, des schönen Wetters, der tollen Leute hier. Mir gefällt's.